Lebende Fleischtür. Oh. Geil. Gute Arbeit. Das ist mit der ganzen Lakritze. Direkt Musik, Heiligtum des Fleisches. Schöner Titel. Wie oft werde ich sterben? Ich tippe dreimal. Wer ist denn Theodin Marcel? Achso, du hast ja eben schon gesagt. Ja, da war irgendein Marcel dazwischen. Marcel ist auch so ein Name, wie ich mein Kind nie nennen würde. Liebe Grüße an alle Marcells da draußen. Wir haben euch lieb. Okay, jetzt kommen nochmal Säulen. Oh, er verformt sich. Er ist doch nicht nur ein Klumpen. Theodin würde ich mein Kind nennen. Wie der König von Rohan. Reitet, Reiter der Rittermark. Auf ins Gefecht, auf für Ruhm und... Oh, ein ätherischer Sturm jagt mich. Das ist doch mal... Das ist doch mal ein Endgegner. Stürme. Eidbrecher. Eierbecher. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder, glaube ich. Aber ich muss mich die ganze Zeit bewegen. Ich kann gar nicht angreifen. Oh, ja, da ist es passiert. Und der hat kaum noch was. Shit, ich kann keinen Teleport hier öffnen, ne? Mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Du kannst hoffentlich von nochmal reinkommen. Mein Teleport steht ja draußen, ne? Ja, alles gut. Und... rein. Ja. Hui! Der ist schon ganz cool eigentlich. Nahangriff, Nahkampfangriff. Jetzt ist er weg. Nee. Ausnahmsweise mal mehrere Formen. Die können Sie doch bei Hades. Was. Aber der hat drei, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Also Hades hatte ja auch drei. Also einer hat zweieinhalb. Weil er erst nach den halben Lebenspunkten seinen Fleischarm rausgeholt hat und dann nochmal so eine ätherische Form hatte. Autsch. Ui, Alter. Da wollte ich kurz wegrollen. Ah, ich kann da wahrscheinlich jetzt rein oder sterbe ich? Hier, die Musik. Ja, super. Ganz geil. Wieso ist nicht jeder Endboss genauso in diesem Spiel? Ja, jetzt habe ich die Weisung des Meisters des Fleisches eingesammelt. Oder hast du die? Ich habe sie jetzt zweimal. Ach so, dann... Hast du die erfolgreiche Geburt? Habe ich auch. Okay. Weisung an den Meister des Fleisches. Zunächst muss ich mich für meinen Ton in unserem vorherigen Briefverkehr entschuldigen. Was ist hier los? Wie schreiben die hier alle? Eure zurückliegenden Experimente in Melmoth haben dem Kreis Sorgen bereitet, da ihr von der verabredeten Übereinkunft abgewichen seid. Wir sehen jetzt, dass wir uns in unserem Urteil geirrt haben. Der Kreis empfindet die Ergebnisse eurer Experimente bezüglich lebenden Gewebe als von größtem Interesse. Wenn die Ergebnisse sich als so vielversprechend darstellen, wie ihr behauptet, dann soll eine neue Übereinkunft ohne Verzögerung getroffen werden. Eine, die diese neuen Bedingungen in die Überlegung unserer großen Visionen einbezieht. Was uns zum nächsten Thema bringt, das unsere Kommunikation befeuert hat. Der Kreis war sich im Klaren über die Bewegung von Äther, die unsere Besorgnis bewies. Mächtige Augen richten ihre Aufmerksamkeit nun auf diese Welt. Wenn sie sich darüber bewusst sind, was zu uns hinübergekommen ist, dann ist vielleicht alles, was wir geschaffen haben, alles, was wir erreicht haben, in Gefahr. Unsere große Vision darf nicht von kosmischen Grübeleien gestört werden. Der Sieg steht bevor, aber wir müssen ihn uns erkämpfen. Es ist umsichtig von euch, dass ihr eure Aufgabe fehlerlos erledigt und ich vertraue darauf, dass wir keine weiteren Komplikationen erfahren werden. Former des Fleisches, es werden keine weiteren Verzögerungen hingenommen. Wir können es uns nicht weiter leisten, geduldig zu sein. Assistent Orin Vostra, Vierter des Kreises der Fünf. Also...
ist die ätherische Korruption und die Grim Dawn gar nicht eine Gefahr, die von außen das Land bedroht, sondern vielmehr aus dem Inneren stammend? Dass es irgendeine Säuberungsaktion von irgendwelchen fünf einflussigen Dudes, Inquisitor Creed, Ulgrim, wer könnte noch mitmachen? Captain Wilfer? Captain Wilfer, Captain Bourbon? Oh. Ja. Bourbon? Nein, Quatsch. Das ist alles Quatsch, was wir labern. Also maximal einer von denen ist irgendwie da drin. Ich glaube, der Creed. Wir haben hier noch einen Text. Die erfolgreiche Geburt. Mit Freuden kann ich mitteilen, dass unsere zurückliegenden Experimente bezüglich Prototypen weiblicher Menschen außerordentlich erfolgreich waren. Darauf muss ich erstmal einen trinken. Aber ich sag nicht was. Es zeigte sich, dass die Empfänger sehr viel empfänglicher für unsere Befruchtungsmethode waren, als wir anfänglich dachten. Zusätzlich haben jüngere, gesündere Prototypen eine unglaublich hohe Rate an Entwicklung und Erholung gezeigt. Ihre Körper sind widerstandsfähiger und halten länger, was uns erlaubt, die Rate und Frequenz der Befruchtung mit erstaunlichem Ergebnis zu erhöhen. Diese Prototypen sind in der Lage, zwei oder mehr sich entwickelnde Keime in der Gebärmutter zu tragen. Wir haben die Zeit der Schwangerschaft um die Hälfte reduziert und aufgrund der Langlebigkeit der jüngeren Wirte glauben wir, den Prozess weiter beschleunigen zu können. Ich bin der vollen Überzeugung, dass wir weitere Verbesserungen vornehmen können, solange wir die Versorgung mit Prototypen aufrechterhalten können. Natürlich mag es an der Zeit sein, dass wir bei einer rapide schwindenden Bevölkerung von Melmoth auf unsere Reserven lebender Subjekte aus Erulan und Umgebung zurückgreifen sollten. Das habe ich mich auch gefragt. Gut, jetzt wird gelootet. Loot tut gut. Ba, ba, da, ba, da. Okay. Komm, mach die andere auf. Oh yeah. Ich mach dann die schon mal auf. Okay, ich habe einen blauen Gegenstand da. Ich auch. Das ist unterwältigend. Ich habe den fulminanten, mächtigen Knochenstückaufschlitzer. Heißt er wirklich? Nee, warte. Achso, er heißt nur mächtiger. Ich dachte, er ist wirklich fulminant. Nee, fulminant war. Huch, warte mal. Mein Inventory ist full. So, nochmal. Oh Gott. Den habe ich auch schon fünfmal gesehen. Ich hingegen habe eine Mütze. Maske des Silberwächters, das kommt mir auch bekannt vor. Habe ich gefühlt auch schon mal gesehen. Alright. Geht's hier auf irgendwo lang? Ja, hier oben. Auf in die Credits. Hier geht's auch lang. Was? Nein, ist schon wieder. Ah, es hört nie auf. Okay. Ich sterbe. Ah, ich auch. Huch. Ich dachte, hier überlebe ich. Aber nein, ich überlebe da nicht. Mein Grab wird für immer dort bleiben. Okay. Dann vielleicht rechts rum. Du kannst immer noch kein Rift öffnen. Stimmt. Ich komme mal. Aber dazu. Es war auch eine Sackgasse. Auf der rechten Seite? Auf der linken Seite war eine Sackgasse. Auf der rechten Seite ist auch eine Sackgasse. Also, Fake News? Ja, nee, wir nehmen jetzt das Rift. Ja, stimmt, aber ich will noch an meinen, an meinem... Wahrscheinlich sterbe ich jetzt nochmal. Ich schaff das. Ganz einfach. Easy. Too easy for me. Und weg ist er. Hui. Ulgrim wartet auf uns. Da seid ihr endlich. Hey, wo ist er denn? Hat sich ausgezogen. Liegt noch sein Loot hier rum. Stimmt. Er ist einfach verschwunden. Und seine Klamotten hat er fallen lassen. Okay, das ist jetzt ein bisschen unepisch. Bei Titan Quest kam ja jetzt Zeus Stimme von oben und hat gesagt, sehr gut gemacht, kleiner sterblicher Boy. Hier mache ich ein Portal auf, weiter geht's. Ja. Stattdessen müssen wir uns jetzt teleportieren. Starkhabenviertel? Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja.
Inquisitor Creed. Sag mir, was ist in den Fleischwerken passiert? Der Meister des Fleisches ist tot. Bam. Creed nickt. Also, ist es erledigt. Mit dem Tod dieses Dämons fällt ein Grundpfeiler in der ätherischen Hierarchie. Ihre Streitkräfte werden hier orientierungslos und ihr Kollektiv verstreut sein. Malmouth ist ein großer Sieg für die Menschheit. Er wird ein Zeichen für unsere Widerstandsfähigkeit werden, dass wir den Kampf um unser Existenzrecht noch nicht aufgegeben haben. Und wir müssen im Namen derer, die ihr Leben für die Menschheit geopfert haben, weiterkämpfen. Wir werden uns niemals unterwerfen. Wie lautet unser nächster Schritt? Wir dürfen unsere Feinde nicht unterschätzen. Es besteht eine echte Möglichkeit, dass die Ätherischen für diesen Verlust in irgendeiner Weise zurückschlagen. Wir müssen vorbereitet sein. Der erste Schritt wird sein, die verbleibende ätherische Präsenz auszulöschen und Malmouth vor einem möglichen Angriff zu sichern. Zwischen Fort Icon und Malmouth haben wir an beiden Fronten große Befestigungsanlagen mit Zugang zur Küste und den Schiffswerften. Aber jeder Sieg kostet uns Leben, während die Ätherischen nahezu endlos sind. Jeder Schritt, den wir machen, muss sorgfältig geplant werden. Dem stimme ich zu. Gut. Gut. Captain Wilfor? Es freut mich zu hören, dass Hyram, Nadja und die anderen dank dir wieder sicher zurückgekehrt sind. Ich konnte sie doch nicht einfach dort zurücklassen. Gut gemacht. Du hast dich für die Sicherheit der anderen in Gefahr gebracht. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihren Teil vom Versteck aus beitragen und nicht hier draußen. Nicht jeder ist zum Krieger geboren. Was nun? Ich glaube, Corinia hat im Hafen etwas Großes geplant. Du solltest sie bei Gelegenheit sprechen. Mach ich. Corinia steht hier oben, ne? Ja, aber... Ist das vielleicht so der Punkt, wo wir sagen, das und was noch folgt, machen wir beim nächsten Mal? Es könnte wenig sein, ne? Es könnte wenig sein, aber ich... Ich würde mal mit dir reden, oder? Meinst du, das ist... Ich habe ein bisschen Angst, aber ich sag mal so, wenn wir losgehen und das Gefühl haben, es ist zu viel, dann machen wir den Cut trotzdem. Ja. Bin ich dabei. Corinia, Corinia. Captain Wilfor hat mir berichtet, dass du bei der Rettung der Frauen und der Beschaffung von mörderischen Waffen geholfen hast. Gut gemacht. Und sie streichelt mich. Deine Bemühungen werden viel zum Überleben unserer Leute beitragen. Gern geschehen. Ich frage mich, ob du vielleicht bereit bist, einen Angriff anzuführen, den ich plane. Es geht um den Hafen. Was habt ihr vor? Ich spreche von den Black Iron Docks, drüben am westlichen Ende des Stahlkappenviertels. Der Hafen liegt in Trümmern. Schiffe wurden zerstört und verbrannt. Aber wenn wir je über das Ätherfeuer hinaus vorrücken und uns nicht auf Magie oder Portale durch die Hölle verlassen wollen, benötigen wir ein Transportmittel. Die Black Iron Docks wurden von der kaiserlichen Armee kontrolliert. Nur ein kleines Regiment vor Ort, als die Angriffe begannen. Eine Handvoll von ihnen dient jetzt unserem Widerstand, aber die meisten kamen ums Leben. Wenn wir die Docks zurückerobern können, können wir mit dem Bau neuer Schiffe beginnen. Und wieder die Kontrolle über die Gewässer zurück. Um wieder die Kontrolle... Nö. Blablabla. Bla, bla. Die Kontrolle nö, über die nö, Gewässer zurückzugewinnen. Nö, hab mich verlesen. Nö. Sorry. Meine Männer sind bereit. Wirst du diesen Angriff anführen? Klingt nach einem würdigen Ziel. Gut, dann... Warte mal, kurz auf die Karte geschaut. Das klingt doch kurz und schmerzlos. Wir haben ja eh schon alles geklärt. Ja. Hui. Aber meinst du, das war jetzt das Ende? Das war der letzte Fight? Es ist so, irgendwie fehlt mir so das... Es ist seltsam. Es läuft jetzt so, ja, kannst du eben noch Peanuts machen und dann die neue Schwierigkeit laden? Oder hört es einfach uff? Irgendwas muss doch jetzt nicht sein. Du kannst doch nicht sagen, hier, mach jetzt noch die Nebenquests fertig und dann sind keine Nebenquests mehr. Weißt du? Beim letzten Mal war es ja auch so, Ulgrim verschwand und die Zeremonie und Inquisitor Creed hat eine Zeremonie, ein Ritual geführt, um ihn zu retten. Und dann wurde ja das nächste Add-on geteasert. Könnte es nicht sein, dass wir an den Docks jetzt irgendwas finden, was uns einen Glimpse, wie man so schön sagt im Englischen, auf Forgotten Gods
Ach so, dass wir vielleicht sogar schon mit dem Schiff irgendwo hinfahren? Ja, vielleicht. Wir natürlich nicht ankommen, weil es gibt noch nichts, wohin wir hinfahren können. Ah, ficken! Okay. Hier rum, glaube ich. Hier. Irgendwie hier durch. So. Das ist doch. So, Entschuldigung. Wir haben uns wieder gefasst und auch angefasst. Jetzt geht's wieder. Das ist noch Stahlkappenviertel, ne? Ja. Oh! Hier liegt ein blaues Schwert, das habe ich gar nicht eingesammelt. Puh, gut, dass wir nochmal vorbeigegangen sind. Puh. Mächtige Lehrenklinge. Wie viele lila Waffen du wohl hast liegen lassen? Oh, bitte nicht. Das könnte wirklich sein. Nee, ich glaube auch nicht. Ich mache sowas ja nicht. Sagte er, nachdem er ein blaues Schwert hat liegen lassen. Das ist übrigens ein Gebiet, wo wir noch gar nicht drin waren, ne? Wenn ich mir mal so gucke. Nördlich von uns, jetzt, gibt es noch einen Abschnitt, da sind wir gar nicht reingelaufen. Ach, guck mal, da kommt ein Stern. Weil wir nicht konnten, ne? Ah! So. Ah! 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 Ah, da kommt schon einer rausgelaufen. Hui. Level 62, jawohl, was? Easy. Ein blauer Gegenstand. Gladiator. Haargras, Ederflamme. Was? Achso, der heißt so. Achso, wäre auch ein guter Gegenstand gewesen, ja. Oh, hier halt doch irgendwer. Mich leider niemand. Ui. Alter, was ist mit meinem Ding hier los? Das ist über mir. Was ist denn mit Carsten los? Was ist mit Carsten los hier? Ich stehe nicht auf meinem Siegel. Ich stehe unter meinem Siegel. Der hält aber viel aus. Aber schön, dass du ihn jetzt, dass du seine Aggro hast. Hui. Die Musik. Höre ich da die letzten Klänge des Abschieds? Möchte das Spiel mir sagen, es war schön mit euch? Wartet Ulgrim gleich auf uns? Wird er uns doch noch einmal umarmen zum Abschied? Oder wird er sich verwandeln in den Aether-Boss? Genauso heißt er dann auch. Der Aether-Boss. Ulgrim minus Aether-Boss. Ui. Ich dachte, jetzt passiert hier vorne was, aber nein. Aber gar nicht. Lauf nicht so weit vor. Danke. Stimmt. Nexa. Aber ich mag die Hafenkulisse. Ein bisschen schade, dass sie so klein wirkt im Vergleich zum Rest. Aber jetzt haben wir sie ja nochmal. Die Black Iron Docks werden überrannt. Ja, Mann, zieh aggro. Keine Energie mehr. Und es hört nicht auf? Ja, es wird aufhören. Und die nächsten kommen. Aber es kommt noch ein Heldenmonster, oder? So ein Boss oder sowas. Bestimmt irgendwas ganz muss noch kommen. Ja, ja. Aber nicht so episch wie der letzte. Also dieser Fleischboss hat mir doch sehr gut gefallen. Oh, da ist er. Hungeron, vampirhaft. Ich glaube, jetzt werden wir alle sterben. Apropos sterben. Das sind drei Heldenmonster, ne? Vampirhaft das vor allem, ja.
Oh ja. Schieß! Erstmal gefroren. Ja, 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 jetzt Vampir. Jetzt irgendwas. Ich muss. Ich bin gerade bei einem normalen Titan. Der dauert auch schon ewig. Mhm. Der dauert gefühlt sogar länger als der gefrorene gerade eben. Ja, oh, da stehe ich im Meter. Hier der Vampirhafte. Ach, die Lampe ist im Weg. Ja. Einer noch, ne? Ja. Ah, okay. Embralis brennt. Ich finde, brennt klingt nicht gut. Die hätten lieber brennend oder sowas als ja. Zu. Fuck! Okay. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Wir machen es so wie eben, wir gehen immer ein bisschen zurück, oder? Du kannst das machen. Ja? Ich komme gleich. Okay. Puh, wieso starte ich immer hier? Ach, sehr gut. Direkt neben meinem Grab. Sehr gut. Haben wir sie? Ich schieße einfach weiter. Du bist schon weit weg. Komm her. Und weg mit Arkan. Ach Gott. Das ist meine Rüstung. Finger weg. Also. Ja, wetten, dass nochmal welche kommen? Nee, das war's. Nee, ich höre jemanden schießen. Ja, aber das ist jetzt nur ein Koloss. Ja, wir haben sie besiegt. What? Das kann ich nicht angreifen, außer die aber. Nochmal der Nachklang. Nachklapp. Hast du die Raben gehört? Nee. Ich hab gerade so Rabenkrähen und. So, jetzt müssen wir mit Corinja sprechen. Oh, warte mal, das könntest du vielleicht lesen. Nearans Arbeitsprotokoll. Genau. Auf deinen Wunsch hin werde ich die anfallende Arbeit hier dokumentieren. Ich hoffe, diese Information ist brauchbar für deine Unternehmung. Die Schwarzeisen sind wie immer mit Militärtransporten beschäftigt, aber die erdrückende Nachfrage der anderen Hafenmeister brachte uns dazu, auch Handelsschiffe zu entladen. Es scheint, dass die Menge an Gütern, die die Stadt erreicht, sich in den letzten paar Monaten verdoppelt haben. Statt 2 Schiffe täglich entladen wir nun 4 oder mehr. Interessanterweise kommt eine große Anzahl neuer Schiffe von Port Valbury. Sie kommen in den frühen Morgenstunden 2-mal oder gleich mehrmals wöchentlich. Jedes von ihnen ist bis zum Seitendeck vollgestopft mit in Holzkisten verpackten Waren zur Lieferung an einen nicht näher beschriebenen Empfänger am Kronenhügel. Ich habe keine Ahnung, wofür das feine Volk, wie auch du ihnen angehörst, so viele Lieferungen braucht. Aber ich darf annehmen, dass ich nicht dafür bezahlt werde, solche Fragen zu stellen. Vor kurzem gab es einen Vorfall von Ungehorsam, als ich den jungen Orit mit einem seltsamen Kristall umherlaufen sah, scharf wie ein Schwert und grün wie angelaufenes Kupfer. Ich fragte ihn, woher er es habe, doch er wollte nicht mit der Sprache rausrücken, aber die Androhung, dass er seine Arbeit verlieren würde, konnte ihn schnell umstimmen. Er sagte, er habe es aus einer der Lieferungen für Kronenhügel gestohlen und habe sich nichts weiter dabei gedacht. Ich wies ihn an, es dorthin zurückzubringen, wo er es gefunden habe. Oh, armer Orit. Um ihn zu bestrafen, fand ich es passend, ihm den Lohn eines Tages um die Hälfte zu kürzen, und er willigte ein. Ich glaube, wir werden keine weiteren Probleme mehr mit Orit haben, und ich würde empfehlen, von einer weiteren Bestrafung abzusehen. Er ist ein braver Junge, aber einfach dumm. Das sollte die letzte Woche zusammenfassen. Lass mich wissen, ob es das ist, was du von mir willst. Wie gewünscht werde ich weiterhin wöchentlich berichten. Nearan Lener. Alright. Okay. Dann erstatten wir mal Corinja Bericht. Der Name Ori kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, er war auch einer der Gegner, die wir gekämpft haben. Klingt auf jeden Fall nach so einem Namen, ne? Die ist noch irgendwie so eine Rivia Hol.
hier im Süden. Na, okay. Sprich erstmal hier mit. War die Mission erfolgreich? Die Docks gehören uns. Ich wusste schon immer, dass ich es drauf habe. What? Jemanden zu sagen, dass er etwas Heldenhaftes tun soll. What? Cool. Der Mammoth-Widerstand schätzt deine Taten. Die Zukunft dieses Kriegs könnte vielleicht durch deine Taten an diesem Tag geprägt werden. Oh ja. Wäre das doch nur das Ende der Ätherischen hier. Aber keine Sorge, ich werde schon etwas anderes finden, das wert ist, getötet zu werden. Was können wir sonst noch tun? Hilf den anderen im Versteck. Sieh dir den Kopfgeldtisch an. Es gibt immer etwas Sinnvolles zu tun. In Ordnung. Hä? Was? Okay, wir haben hier nochmal eine Chance. Ja, ja. Rivia Ohl. Ah, nee. Oh, warte, hier, doch. Du, doch, jetzt kannst du. Sorry. Ja. Bitte vergib mir. Du hast schon so viel für uns getan, aber ich muss dich um Hilfe bitten. Was ist los? Meine Mutter und meine Töchter wurden mitgenommen, als das Kerzenviertel angegriffen wurde. Diese Dinger strömten einfach durch die Stadt und trieben die Frauen und Kinder zusammen. Einige wurden lebend mitgenommen, aber sie haben sogar die Toten mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie noch leben. Es wäre wohl gnädig, wenn sie tot wären, aber ich muss es wissen. Ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass sie irgendwo da draußen sind und leiden. Ah. Ich habe die Frauen und Kinder bereits gefunden. Wo sind sie? Was ist mit ihnen? Geht es ihnen gut? So, Wahrheit oder Lüge? Wahrheit ist, die Ätherischen benutzen sie. Oder Lüge, sie sind alle weg. Ja, wir sind ehrlich. Ja. Wir haben nichts zu verlieren. Die Ätherischen benutzen sie. Was? Was meinst du? Du meinst, die sind am Leben und diese Dinger benutzen sie? Ja, um ihre abscheulichen Schöpfungen auf die Welt zu bringen. Oh Gott, hab Erbarmen. Was sollen wir tun? Wie können wir einen Feind bekämpfen, der unsere eigenen Körper gegen uns einsetzt? Ich kann nicht weitermachen mit dem Wissen, dass sie da draußen leiden. Das ertrage ich einfach nicht. Ich habe die Fabrik zerstört. Also leiden die Gefangenen nicht mehr? Den Göttern sei Dank. Du hast so viel für uns getan, aber ich fürchte, es ist noch nicht vorbei. Wahrscheinlich habt ihr recht. Ich muss auch noch mit ihr reden. Wahrheit, ja, ich habe Fabrik zerstört. Okay, ihr habt recht, halte durch. Okay, Credits? Oder haben wir irgendwas verkackt, hätten wir irgendwo reingehen sollen? Oder? Ich glaube, es gibt auch keine Hauptquest mehr. Nee, das ist ja auch der Text jetzt von allen. Alle sagen, hey, es ist noch nicht vorbei. Du kannst noch zum Dingstisch gehen und Kopfgelder abschließen. Ja, aber da scheint auch nicht irgendwie ein neuer Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Oder? Ach nee, das wurde schon durch das. Ach nee, warte, das wurde schon durch das. Das Absolvieren der Hauptkampagne im Grundspiel hat ja schon den neuen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, oder? Sehr wahrscheinlich, ja. Ja. Okay, gut, dann. Abgefahren! Wir haben es geschafft! Und ich weiß, da sind noch ein paar Quests offen und wahrscheinlich können wir noch 10 Dinge machen, von denen wir noch nichts wissen. Aber ich würde das mal als Finale betiteln. Ich würde das jetzt an dieser Stelle erstmal abschließen. Wir werden bestimmt noch mal eine Folge machen. So eine extra Episode, ja. Ja, es wird noch das Add-on geben, wo wir uns überlegen, ob und wie wir das machen. Und auf jeden Fall schreibt uns so viele Kommentare, wie ihr wollt, hier unter dieser Episode. Hier werden, glaube ich, noch ein paar Leute vorbeischauen, sich das durchlesen und wissen wollen, was es noch zu tun gibt. Und wenn wir wirklich was Großes vergessen haben, bitte, bitte, bitte Bescheid sagen, dann liefern wir das nach als Finale 2 oder sowas. Vielen Dank fürs Einschalten. Es war mir eine große Freude. Es fühlt sich irgendwie an, als wäre es jetzt komplett vorbei, obwohl es das nicht ist. Aber ich will das gerne mal so ein bisschen abschließen und erstmal so archivieren. Und das hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Abenteuer gespielt zu haben. Und damit meint er nicht mich, sondern dich, den Zuschauer. So sieht's nämlich aus. Und deine Kommentare haben uns überhaupt ermöglicht, weiterzuspielen. Sonst hätten wir niemals die Kraft gefunden. Und das Wissen. Also, das Wissen. Ja, das auch. Ja, wir hätten echt viele Sachen verpasst, glaube ich. Gut, aber bevor wir uns hier verlieren in Lobhudeleien, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen. Guck dir diesen Sanitäter noch an. Guck dir diesen Sanitäter an. Der sieht so cool aus. Macht's gut. Ciao. Ciao.